Hi, und auch heute eine Legung für dich. Und zwar, ich habe hier diese schöne Karten, Tarotkarten vom Ciro Marchetti mitgebracht. Lass uns konzentrieren auf die Liebe. Lass uns gemeinsam auf die Liebe uns konzentrieren. Genau. Was sind die Liebesneuigkeiten? Was erwartet dich in der Liebe? Denn wir hatten Portaltag und wie sind die Energien? Lass uns nochmal gemeinsam schauen, was sollen wir jetzt hier erfahren? Was sollen wir denn auch wirklich wissen, ja? Und schreibt mir ruhig in die Kommentare, ob ihr auch längere Legungen möchtet oder ob ich bei den täglichen Botschaften bleiben sollte für euch. So. Wir schauen jetzt, wie sind die momentane Energien, die Liebesnews. Also, trotz der Fülle habt ihr das Gefühl, es ist so schwer zu tragen. Also, irgendwie habe ich das Gefühl, also, dass ihr also da wirklich nicht weiterkommt. Was ist denn los bei euch? Also, die Liebesnews, vielleicht auch wirklich dein Seelenpartner fühlt auch diese Schwere, dass er nicht schafft, wirklich auf dich zuzukommen. Und ich sehe hier die neuen Schwerter. Das symbolisiert hier, vielleicht hat er auch schlechtes Gewissen, schlaflose Nächte und so weiter. Und es geht ein Stück weit auch darum, ja, dass hier auf jeden Fall, dass dein Seelenpartner möchte, so dass er in seine Kraft kommt, dass er wirklich so die Dinge halt auch hier manifestiert, dass sich das auch gut mit euch entwickelt. Das wäre so sein größter Wunsch. Und oft denkt er denn auch abends an dich oder nachts, wenn du nicht dabei bist. Und hat er auch vielleicht schlaflose Nächte, weil er weiß nicht, wie er aus dieser Situation rauskommen soll oder wie er das auch jetzt in deine Richtung manifestieren kann, entwickeln kann, in der Realität umsetzen kann. Vielleicht hat das auch hier und da auch finanzielle Hintergründe, dass man noch nicht so in seine Kraft oder in seine Männlichkeit ist, ja. Und darum ist diese Situation für deinen Seelenpartner besonders schwer, dass er sich nicht traut, im realen Welt, also wirklich dir auch ein Versprechen zu geben, oder dass es jetzt hier auch irgendwie mit euch dann auch wirklich weitergeht. So, die nächste Karte ist die drei Schwerter. Also vielleicht denkt er auch, du könntest ihn verlassen. Also wenn er jetzt zum Beispiel hier einen mangelnden Selbstwert hat und wenn er sagt, der sei für dich nicht gut genug, ja, dann denkt er auch wirklich, du könntest ihn verlassen und das könnte ihm also wirklich richtig ins Herz treffen. Das könnte ihm so eine Verletzung auch wirklich, ja, könnte ihm auch so eine Verletzung geben. Und darum fällt also diese Situation ihm besonders schwer und ist auch wirklich eine Grundtraurigkeit in seinem Herzen da, also so eine Grundtraurigkeit. Was sehe ich denn jetzt hier generell weiter? Ich sehe hier, der König der Schwerter symbolisiert hier, der König der Schwerter symbolisiert dieses Aufgewühltsein, vielleicht auch dieses Kopflastige. Er versucht, er geht hier in so eine Energie, dass er so vom Außen so ein bisschen auf der Cool tut, also so, dass ihm das so gar nicht nahe geht, also keine Gefühle hat, also er zeigt vielleicht auch zur Zeit keine Gefühle für dich, ne, und ist ziemlich geklärt und ziemlich kopflastig das Ganze. Und ich habe das Gefühl, er hadert mit sich selbst, ja. Also die fünf Schwerter ist so eine Energie, er kämpft mit sich selber, Herz und Verstand. Also ich habe das Gefühl, das kämpft so richtig, also brodelt, so wollen wir mal sagen, so richtig in ihm, ja. Also wie du siehst, auch der Adler ist auch da. Und ja, also natürlich möchte er nicht verletzt werden. Und der ist also ziemlich, ziemlich aufgewühlt, also eine Schwertenergie, der Ritter des Schwertes, ist so eine kühle, aggressive Stimmung, auch mit sich selbst, ja. Also der ist vielleicht auch sauer auf sich selbst, unzufrieden mit sich selbst, er kann gar nicht auf seine Haut, dass
Das gibt ihm kein gutes Gefühl. Und jetzt wendet sich das Ganze, denn ich sehe das schon, dass es in seinem Inneren so aussieht. Und also im Grunde geht es also wirklich darum, dass der Universum natürlich auch eine Rolle spielt. Denn ich habe hier das Gefühl, die Sonne ist die Wunscherfüllung. Also er hat auch heimliche Wünsche. Die Sonne, dass das hier in Erfüllung geht, dass es also wirklich positiv sich entwickelt und ja, also wirklich sich gut entwickelt und die Sonne wieder für ihn scheint, das wünscht er sich, ne? Und ja, da freue ich mich, da kommt doch, guck mal hier, die Wiedervereinigung, der Judgment, das bedeutet, also siehst du, er wünscht sich das im Grunde, auch wenn er so hadert und auch wenn das im Außen so zeigt, aber die Neuigkeiten sind es, dass ihr also auf jeden Fall zusammengeführt werdet von oben, vom Universum und das siehst du auch, ne? Also der Judgment symbolisiert hier auch, ja, dass man also gegenseitig die Hand gibt, dass man wirklich sich öffnet, was alles von Gefühle auch fließt und das ist die Wiedervereinigung. Und das ist auch so krass gezeichnet, diese Karte, wie du siehst, also man hält einander fest, ja, die eine will es loslassen, dann greift der andere Hand und hält ihm fest und das sind die Neuigkeiten, das erwartet dich und wie gesagt, also wir kommen jetzt schon ziemlich nah dem Ende des Monats und darum erwähne ich für dich auch mein Seminar 30. 31. der innere Wächter in dir. Hier in Bergheim, wenn du daran teilnehmen möchtest, freue ich mich sehr auf dich im Hotel 52 in Bergheim. Lese dich auch ein auf meine Webseite unter Seminare und Mentoring. Findest du das, sichere dir noch unbedingt einen Platz. Und wenn du dich medial weiterentwickeln möchtest, wenn du vielleicht auch damit arbeiten möchtest oder dein Business starten möchtest oder auch für dich den Zugang zum geistigen Welt besser finden möchtest, dann hast du jetzt noch die Möglichkeit, zu uns dich zu gesellen, zu dem Medium der Neue Zeitausbildung. Also am 6. und 7. August findet das auch statt. Und auf Anfrage habe ich Reiki 2, also am 10. und 11. September, also von 10 bis 18 Uhr, findet die Reiki 2 hier bei mir in der Praxis, denn das war jetzt ein spontaner Termin auf Anfrage. Wenn du noch die Reiki 2 bei mir erlernen möchtest, das ist ein 2-Tages-Seminar, freue ich mich auf dich und lass mir auch einen Kommentar und ein Like oder ein Abo da, freue ich mich sehr. Ich sage Dankeschön und bis bald.